In diesem Video. So, und wie gesagt, Fassbanane möchte ich ausprobieren. Ich hab die noch nicht mal geübt, ich Tödel. Ups. Ah, okay. Hä? Okay, ich hab's noch nicht gecheckt. Vielleicht sollte ich die erstmal üben, bevor ich die auseinandernehme hiermit. Ach ja, nach dem kurzen Aufenthalt bei Bowser Jr. haben wir jetzt uns doch wieder entschieden, zurückzugehen zu Mario und Luigi natürlich, um hier uns noch ein bisschen in Toad Town im Untergrund ausfindig zu machen. Wir haben ja beim letzten Mal diesen Untergrund erreicht, oben halt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich muss jetzt mal selbst überlegen gerade. Wir sind nämlich aus Bowsers Körper geflohen, wisst ihr? Und jetzt sind wir hier unten in diesem großen, großen Untergrund. Und oben finden wir Bowser hier liegen. Hier. Und das Problem ist, Bowser geht's nicht ganz so gut. Das haben wir ja schon mitgekriegt. Und dementsprechend, mussten wir hier raus. Wir könnten jetzt Bowser helfen. Oder ihn dort liegen lassen. Und woanders nachgucken, wie es hier weitergeht. Und das mache ich jetzt tatsächlich auch, weil ich halt wissen möchte, was das hier noch alles gibt. Nach draußen sind wir schon gegangen. Wir haben beim letzten Mal auch eine wunderschöne neue Paar-Attacke bekommen. Die wir jetzt nutzen werden. Und ich hoffe, wir sind nicht unterlevelt. Weil wir hatten ja immer eigentlich bei Mario und Luigi bisher die Probleme, dass wir unterlevelt sind. Und die sind halt übelst schneller. Alter, was machen die an Damage? 12 Damage. Okay. Ja, okay, die sind einfach abzuwehren. Aber jetzt mal ernsthaft. Level 13 sind die. Wir sind voll unterlevelt. Wir sind Level 12 bloß. So, und wie gesagt, Fassbanane möchte ich ausprobieren. Ich hab die noch nicht mal geübt, ich Tödel. Ups. Ah, okay. Hä? Okay, ich hab's noch nicht gecheckt. Vielleicht sollte ich die erstmal üben, bevor ich die auseinandernehme hiermit. Aber muss ich denn exakt dann drücken, wenn, ich probiere jetzt einfach nochmal aus. Nee, das funktioniert nicht. Ich drücke dann, aber es funktioniert nicht. Okay, muss ich noch üben. Also keine Ahnung, verstehe ich nicht, warum die Attacke so komisch ist. Das ist der übelste Verarsche, die Attacke. Wenn man die im falschen Moment einsetzt. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Und danke schön. Dann machen wir lieber die normalen Attacken. Und hoffen, dass die einfach draufgehen. Ach du Scheiße. Oh Mann, sind die schlecht, ey. Die Gebrüder. Okay, wir müssen uns merken, wir müssen unbedingt leveln. Ja, geil. Easy. Ich fand die andere Attacke mit dem Bein leichter. So, jetzt hat er sich zu Luigi verwandelt. Und da konnte man wenigstens nur Konterschaden geben. Jetzt hast du ja das Problem, du kannst ja keinen Konterschaden mehr geben. Und wirst hier komplett von einer Seite zur anderen Seite geschoben. So, jetzt nochmal. Ja, diesmal hat es funktioniert. Aha. Aber noch weiß ich nicht, warum der gerade Luigi aussucht. Und warum nicht Mario? So, können wir jetzt bitte Luigi, diesen kleinen Luigi-Nachahmer killen? Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Das ist einfach Luigis Nase und Marios Nase mit dem Schnurrbart unten drunter. Ist ja witzig. Das fällt mir jetzt erst gerade auf, ne? Ohne Witz. Und im Gesicht natürlich oben drauf. 190 EP, ja, das sollte sich auf jeden Fall lohnen. Gut, aber, ich werde jetzt nochmal kurz das Fass lernen. Das ist ja absolut geisteskrank gewesen, wie schlecht ich da bin. Aber es war halt auch unüblich. Wo sind die? Hä?
Attacken. Ja. So, wir gucken uns erstmal die Demo an. Was müssen wir beachten? Also uns merken, welche da drin sind, ist mir klar. Und wann drückt man? Achso. Hä, direkt oder was? Okay, einfach direkt drücken, sobald die drin sind. Die einfachste Attacke auf Doom, Alter. Die einfachste Attacke auf der Welt. Und ich hab die nicht geschissen bekommen, weil ich dachte, man muss... Hä, aber ich hab doch eigentlich immer gedrückt. Vielleicht bin ich einfach blind wie eine... Weiß ich nicht, wie eine Gurke oder so. Gut, jetzt weiß ich's auf jeden Fall. Jetzt werde ich's ja wohl hinbekommen, nächstes Mal den Angriff zu meistern. Ja, ist nicht mal schwer, weißt du, aber erstmal rumfällen wie Sau. So, und hier eine Supernuss und nochmal Frischwurz. Frischwurz habe ich bisher noch nie verwendet in dem Spiel, ne? Ich wüsste doch ja nicht, was der mir bringt. Wisst ihr was, da muss ich mal nachgucken. Was war Frischwurz? Wenn nicht, dass ich irgendwann dastehe und habe eine Statusveränderung. Ah, halt, Statuseffekte. Im Fall gewissermaßen an Gelassenheit. Habe ich noch nie genutzt in meinem Leben, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals nutzen werde, dieses Item. So unnötig ist es ja nicht wegen den Statusveränderungen, aber trotzdem irgendwie war ich jetzt nicht darauf gepischt, das zu holen. Oh shit, das war viel zu früh. Ah, guck mal, jetzt könnte man das hier brauchen. Das ist Mario. Okay, das hat die... Oh, Leute, das hat funktioniert. Aber Vergiftung, jetzt könnten wir rein theoretisch die Frischwurzel nutzen. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, alles klärchen. So würde das rein theoretisch funktionieren. Gut, ich hätte auch die Vergiftung abwarten können, ne? Sind wir mal ehrlich, die Vergiftung hält, glaube ich, 3 Runden an und danach ist vorbei. Also dementsprechend wartet jetzt ein bisschen Verschwendung. Ah, und da seht ihr, wo er hingeht. So, jetzt macht er den gleichen Move wieder. Er geht immer zu Mario, weil... Achso, ich vergesse das immer wieder. Weil er ja rot ist und dementsprechend zum Roten geht. Aber wir müssen auf jeden Fall Level steigen. Weil sonst dauern natürlich die Kämpfe umso länger. Vor allem bei dem Damage, den wir raushauen. So, liebe Ameise, bitte mach Luigi. Ja, gut, das habe ich schon wieder verkackt. Aber dass die Level 13 sind, kann man hier echt nicht erwarten eigentlich. Vor allem, ich brauche 3 Angriffe für den. Holy shit. Wie viel Leben, bitte. Dann müsste ich ja genauso viel Leben haben. So, weg mit euch. What? Alter! Wir sind eindeutig hier viel zu unterlevelt. Aber wir konnten noch nie kämpfen, ne? Das ist halt in Bowser hat man halt echt nicht die Möglichkeit, viel zu kämpfen. Ich merke schon, das wird sehr spaßig, die nächsten Folgen. Mit den Beinen hier rumzulaufen und halb unterlevelt zu sein. Geschweige ganz unterlevelt. Aber was wäre jetzt passiert, wären wir jetzt zu Bowser gegangen, bin ich ehrlich. Leute, ich muss das jetzt herausfinden. Weil Bowser ist ja nicht umsonst. Wisst ihr, der ist ja nicht umsonst dort gewesen. Und wir hätten ihn übrigens die Fähigkeit gebraucht, um hier weiterzukommen. Wir hatten ja hier die Möglichkeit, auch zu Bowser zu gehen. Das Problem ist ja, dass er einfach nur K.O. rumliegt. Aber vielleicht brauchen wir ihn ja. Vielleicht wollen wir ihn ja auch holen. Da ist nochmal eine Röhre. Oh, Bowser! Irgendwie seltsam. Gerade waren wir noch in seinem Körper unterwegs. Ich frage mich, was ihn wohl außer Gefecht gesetzt hat. Oh, oh. Kein Zutritt, kein Zutritt. Raus hier, raus hier.
Autschen. Ein Sicherheitssystem. Wenn wir da hindurchlaufen, enden wir wie Bowser. Wir sollten uns nach einem anderen Weg aussuchen. Ah, okay. So ist die Story also. Fast eine Story, wie ich den Punkt vergessen, Leute. Das geht ja gar nicht. Aber hätte ich jetzt auch ja nicht mehr drauf realisiert, bin ich ehrlich. War jetzt irgendwie so verpischt drauf, hier schon an die Seite weiterzugehen, weil ich dachte, das wäre ein Secret. Aber nee, das ist ja der richtige Weg. Vor allem, wir müssen sogar die Fähigkeit besitzen. Also wir hätten so oder so die Attacke bekommen. Das war also kein Zusatzweg. Das war ein gezwungener, richtiger Weg. Hallöchen, Toad. Was geht? Hallo. Na, ihr Brüder? Ihr wollt also mal das Sicherheitssystem prüfen, aber ich habe mich verirrt und kriege hier die Brücken nicht wieder am Laufen. Eigentlich ist es ganz einfach. Mit dem Schalter kann man die drücken, drehen. Aber ich habe mein Spezialwerkzeug vergessen. Was mache ich jetzt bloß? Ja, guck mal, wir machen das. Wir machen das, indem du mal weggehst. Oh, Toad, bitte. Toad, bitte. Nein! Ich habe mich verdrückt. Ja, moin. Hä? Aber, ja doch, ich muss B drücken. Warum zeigt er mir hier kein B an? Geh doch weg, Toad. Okay, ihr bringt jetzt schon mal nichts zu machen. Hä? Man muss die Schalter betätigen. Wer welche Schalter? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das habe ich nicht gesehen. Ja, gut. Ey, die kann man alle nicht drehen, verarschen. Doch, kann man. Man sollte nicht nur failen, ne? Ist ja dumm. Also man muss wirklich an der Seite stehen, damit man die drehen kann. Okay. Aber wie kommen wir zum Item rüber? Das ist jetzt bei mir die Frage. Oder bei diesem Punkt. Ja, keine Ahnung. Retalk, ich bin verwirrt. So, wenn wir den umdrehen, dann haben wir einen Weg erschaffen, auf jeden Fall. Das ist ja schon mal soweit ganz gut. Hier müssen wir drei Schalter aktivieren. Also wir müssen so oder so dort unten hin. Okay, dann hole ich mal kurz mir die Shell wieder. Aber jetzt kommt so langsam wieder das Rätselmäßige durch. Finde ich gut, finde ich echt gut. So, und dann müssen wir wahrscheinlich erstmal darüber, weil hier kommt... Oh, shit. Ja, wir holen uns jetzt hier hinten die Shell wahrscheinlich nochmal. Okidoki. Alles klar, ohne Sprung geht es erstmal rein in den Kampf. Ich glaube, ich werde hier mal tatsächlich speziell was verwenden. Ach, ich vergesse immer, dass Luigi danach hoch will. Im Sinne von, wir benutzen einfach eine Park-Attacke, damit wir die alle wegbekommen. Die Brossblume ist eigentlich der Beste jetzt dabei. Let's go! Bam! So, 50. Na gut, das geht, ne? Wie viel macht eigentlich, also kostet die Brossblume 7? Ja, dann machen wir nochmal, dann sind die hoffentlich alle down. So, Spam kann ich nämlich gut. Sehr schön. Aber wie gesagt, also sonst würden die Kämpfe viel zu lange dauern. Und wir kriegen Frohband. Nice. Und Level up. Yeah. Sehr geil. Jetzt sind wir endlich mal Level 14. Wir sind, by the way, perfekt mit dem Levelstand bei den Gegnern. So, gucken. Wir haben KP. Das sollten wir nicht nehmen. Wir haben BP. Das können wir nehmen. Angriff auch nicht. Verteidigung 4 Stück ist auch geil.
Ja, ich glaube Verteidigung war. Oder BP. BP brauchen wir jetzt sehr viel. In nächster Zeit definitiv mehr als vorher. So, und ein Level-Up für den guten Luigi. Auch der hat schon wieder so viele KP, ne? Das ist so normal. Aber hier werde ich auch wahrscheinlich auf die BP gehen. Die brauchen wir nämlich. 100%. Weil sonst wird es hier tatsächlich schwierig durchzukommen. So, wir haben da hinten nochmal eine Box. Warum ist denn die so wild da? Ah, da ist die Cooper Shell. Oh, zum Glück. Ich habe mir nämlich schon gefragt, ob es hier überhaupt eine gibt. Wäre nämlich schlecht, weil ich habe aus Versehen natürlich wieder einmal A gedrückt. So, aber wenn wir jetzt treffen sollten, genau, dann sollte sich auch der zweite Punkt vom Tor freimachen. Jetzt fehlt uns nur die eine Hälfte. Nur die ist, sagen wir mal, so nicht so einfach zu erreichen. Na geil, hier muss ich ja raus. Für das Item. Na wenigstens hoffentlich hat sich das gelohnt, sag ich dir. Sonst bin ich traurig. Scheibenkleister. So, bitte sag mir nicht nochmal drei Stück. Natürlich. Und jetzt kommt wieder dieselbe Attacke, ne? So, ich muss daran denken, Luigi wird danach angegriffen. Oh, zu spät. Aber egal, wir haben mit Luigi geschafft, auf jeden Fall. So, damit wir uns jetzt hier nicht so dumm hetzen, machen wir jetzt mal die Kanone. So, ich weiß auf jeden Fall, wo Mario ist. Sehr schön. Okay, der andere hat ja super wenig Damage bekommen. Egal, aber für Training, ne, nimmt man es mit. Und ich mag die Attacke sehr gerne. Man muss sich halt einfach nur die Position der Charaktere merken und im vorigen Moment schon A drücken. Oder B. Alter, mega geil. Und die zimmert auch richtig rein, die Attacke. Also wenn schon, denn schon, macht die wirklich guten Damage. Ey, 135 Grad mal auf den wir fokussiert haben. Das ist absolut astrein. Gut, dann hole ich jetzt nochmal die Shell. Und vielleicht brauchen wir die. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen, oben an das allerletzte Tor zu bekommen. Aber ich schätze mal schon, weil ansonsten wüsste ich halt auch nicht, wie wir da hinkommen, ne? Oh, schon wieder das Ding. Okay, hier haben wir jetzt eine Abkürzung erschaffen. Super. Toll. Frischwurz mal zwei. Hä, aber wie komme ich denn jetzt an die andere ran? Weil irgendwie muss ich ja auch an den anderen Schalter da unten rankommen. Aber ich weiß nicht wie. Ich gucke, aber ich check's nicht. Wie kommen wir denn da ran? Weil wenn wir drehen, pass auf, wenn wir jetzt sagen, wir würden das untere Ding drehen, ja? Das hier. Das würde nie ausreichen. Nee. Das Problem ist, du kommst darüber, aber nicht dahin. Vielleicht müssen wir den hier noch wieder aktivieren. Pass auf, weil... Mario, bitte. Aha, aha, aha. So macht Sinn. Gut, dann haben wir das doch geklärt, das Thema. Easy. Damit haben wir das Tor mit dem gelben Pilz geöffnet. Wo auch immer das uns hinführen wird. Aber ich hoffe mal raus aus diesem Irrgarten. Auch wenn es jetzt nicht super schwer war, das Rätsel, aber trotzdem, es war schon beeindruckend, wie viel Zeit ich dafür investiert habe. Und ich glaube, es ist Boss-Time. Und da ich das schätze und denke, würde ich an der Stelle tatsächlich auch heilen.
schon mal und schon mal vorab ein bisschen Power geben, bevor wir in den Kampf stürzen. Vor allem, weil wir überhaupt keine BP mehr haben. So, Pilze brauchen wir nicht. Das machen wir so YOLO-mäßig. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Oder warte mal kurz. Oder auch nicht. Mario, tut mir leid. Nicht einmal du darfst hier rein. Da drin wird nämlich etwas sehr, sehr Wichtiges aufbewahrt. Der Finsterstein, oder? Hey, ist Krankfried hier vorbeigekommen? Krankfried? Wer soll das sein? Merkwürdig, sind euch hier keine komischen Gestalten aufgefallen? Komische Gestalten? Komisch wie... Oh nein, wir? Okidoki. Gute Toads. Habt ihr gut gemacht. Das ist sehr lieb von euch. Oh no. Oh, richtig in Mario reinbohren, finde ich jetzt nicht witzig. Oh, ja, in den Hintern, in den Kopf, überall rein. Gut, das läuft ja schon wieder. Ich wollte eigentlich vor später heilen. Na ja, gut, jetzt haben wir es schon vorher gemacht. So, ich bin jetzt gespannt. Killen wir jetzt die Gegner easy peasy mit zwei Schlägen, oder? Natürlich nicht, die leben natürlich noch weiter. Alles klar, GG an den Gegnern. Oh, Schwein gehabt. Okay, es ist nur einer übrig. Autschen. Was ist denn das, der jetzt im Geschenk drin? Ein Super-Sirup. Ey, wir kriegen gute Sachen. Dafür, dass wir überhaupt die Sachen nicht benötigen, weil Super-Sirup, ich glaube, 50 auffüllt. Und wir gerade mal 30 haben. Aber für später definitiv sehr, sehr wichtig. Und schon wieder eins. Ich lieb's, dass wir so viel bekommen. Ich glaube, der hat's entdeckt. Oh oh. Nee. Welche Zähne ziehende Schönheit durch die dunkle Macht. Mein Rücken hat wohligen Schauer. Oh nein, wir sind zu spät. Es ist Krankfried. Ja, moin. Zu Zeit zu weinen, Unglücklichkeit für euch. Ihr Finsterstern und Krankfried sind jetzt Kumpels. Wollt ihr ihn sehen, Krankfried zum neuen Finsterstern? Seht her, dieses Böse, diese pechschwarze Kraft. Krankfried reibt sich die Hände. Das Königreich ist nun mal am Ende. Alles gehört dem Krankfried, den kein Reim mehr einfällt. Ja, gut. Es ist der Krankfried-Tag. Freuden erzittert vor mir. Wer sich mir widersetzt, wird geschlagen wie unartiges Rührei. Hihihihi. Oh, Mario, er tut mir leid. Der Finsterstern ist das pure Böse. Schnell, du musst ihn zurückholen. Die Prinzessin wurde entführt, der Finsterstein entfesselt. Das Pilzkönigreich schwebt in allergrößter Gefahr. Ja, wir müssen den Finsterstein zurückholen, bevor das Siegel bricht. Mario, Krankfried will den Pilzpalast übernehmen. Das Tor dort führt direkt zu Toad Town. Beeilt euch. Und Bowser lassen wir jetzt so liegen, oder was? Find ich frech an euer der Stelle. Ich geh erstmal hier. Und hier gibt's nochmal ein Item. Ein Flammenstiefel. Oha. Hört sich sehr interessant an. Dann schauen wir uns den Flammenstiefel an. Und wie denn weitergeht, werden wir bestimmt in der nächsten Folge erfahren. Seid also wieder gespannt drauf. Der Flammenspiegel kann erfolgreiche Konter versetzen, die Gegner in Flammen. Wortwörtlich. Dementsprechend nehme ich die gerne. So, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne und ciao.